Yo, servus, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute habe ich wirklich nochmal ein heikles Thema am Start. Es geht einfach nochmal darum, um die Patches, die momentan wieder am Laufen sind oder die jetzt kamen. Diesbezüglich betrifft zum größten Teil jetzt erstmal FIFA, weil das war wirklich ein heftiger Patch, muss ich sagen, der da kam. Und es soll halt darum gehen, ob wirklich Patches heutzutage die Spiele einfach nur noch zerstören oder ob überhaupt noch geschaut wird, ob die Spiele dadurch verbessert werden oder nicht. Also meiner Ansicht nach meistens eher nicht. Es wird eigentlich, finde ich, so wild drauf losgepatcht. So, es wird einfach mal hier und da was gepatcht, mal schauen, was passiert. Mal gucken, wie es so bei den Leuten ankommt. Wenn geflamed wird, haben sie halt Pech gehabt. Wenn es gut angenommen wird, haben sie halt irgendwie Glück gehabt. So kommt es mir halt so vor, als ob sie da gar nicht mehr so richtig schauen, was sie da machen. Jetzt zum Beispiel, was sie mit FIFA gemacht haben, kann ich auch nicht nachvollziehen. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die halt FIFA ein bisschen spielen und auch verfolgen, halt im Ultimate Team, dass da die Preisspanne von den Spielern halt angepasst wurde. Das heißt, ich kann zum Beispiel so einen Spieler wie Arjen Robben zum Beispiel maximal für minimal für 750.000 Coins reinstellen und maximal für 1,1 Millionen Coins verkaufen. So, das bedeutet, ich kann ihn zum Beispiel nicht für 3 oder 4 Millionen reinstellen und damit halt mehr Coins machen oder generell das Coins kaufen auf solchen Coins-Seiten, die man halt so kennt, zum Beispiel MMOGR oder sonst wo. Es wird nicht mehr möglich sein in dem Sinne, weil man kann halt zum Beispiel, sage ich mal, irgendeinen billigen Silberspieler, den man nicht braucht, kann ich nicht für 5 Millionen Coins quasi verkaufen, weil ich mir halt die Coins dafür gekauft habe. Das ist so nicht mehr möglich. Gut, ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, dass da EA quasi jetzt so einen Riegel vorgeschoben hat und sagt, das ist jetzt vorbei damit, weil ich meine, das ist ein hoher Geldverlust, den sie da gemacht haben, weil keiner holt sich die FIFA Points, weil die übelst krass teuer sind im Vergleich zu den FIFA Coins. Und wenn ich überlege, dass 100 FIFA Points 99 Cent kosten und ich kriege ja für 100 FIFA Points nicht mal ein 7,5k Pack, also sprich, ich muss über 1 Euro bezahlen für ein 7,5k Pack. Und wenn man sich ja mal überlegt, wie gering die Chance ist, dass man in einem Pack oder sagen wir mal in 10 Packs, sagen wir mal für 10 Euro hole ich mir dann diese FIFA Points, dass ich in 10 Packs irgendeinen Spieler habe, der interessant für mich ist, ist ja ziemlich, die Chance ist ja eigentlich gleich null, weil man zieht ja wirklich meistens nur schlechte Spieler, also man muss wirklich viele Packs, die nochmal was Gutes zu ziehen, meistens, nicht immer, aber oft so. Wie gesagt, deswegen kann ich den Schritt halt von denen nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, sie hätten es einfach so lassen sollen, wie es ist. Und irgendeine andere Regelung machen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sollten sie das da nicht so machen, wie sie es jetzt handhaben. Weil ich bin der Meinung, das wird FIFA extrem schaden. Und wenn sie das im nächsten FIFA, also FIFA 16, dann genauso handhaben und das von Anfang an, werden wahrscheinlich einige dann gar kein Ultimate Team mehr spielen, weil es macht irgendwie keinen Bock mehr, weil wenn ich mir überlege, wie lange ich da jetzt spielen müsste, FIFA, ich müsste ja wirklich richtig krass suchten, um irgendwie noch ein bisschen an Coins zu kommen, um die mir halt selber zu verdienen, was dann auch quasi unmöglich ist, weil man kriegt ja so auch nichts zusammen. Oder man muss einfach nur krasses Luck haben, mit 5, 6 Packs gute Spieler zu ziehen, oder man muss halt wirklich richtig viel Geld investieren für diese FIFA Points. Also ich kann den Schritt von FIFA da oder EA generell nicht nachvollziehen, was sie da gemacht haben. Ich meine, das andere haben sie vielleicht ein bisschen verbessert, das Spiel besser läuft und so. Das mag ja alles sein, aber dieser Schritt, den fand ich schon ziemlich heftig. Ihr könnt mal ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber ich bin da wirklich der Meinung, das war für mich in FIFA auf jeden Fall ein krasser Rückschritt. Ich meine, gut, mir kann es jetzt relativ egal sein. Ich habe noch so 2 Millionen Coins über, die werde ich mir auch gut aufsparen, weil es werden wahrscheinlich die letzten Coins sein, die man so in dem Spiel bekommt. Und ich habe auch meine Mannschaft soweit zusammen, mit der ich halt immer spiele. Also wie gesagt, mir kann es relativ egal sein, aber trotzdem ist es halt schon ein bisschen nervig. Weil ich wollte ja immer Pack-Openings bringen und alles, damit ist ja auch schon wieder alles gestorben. Und ich vermute mal, dass die ganzen FIFA-YouTuber auch ein bisschen hart leiden werden jetzt dadurch, weil Pack-Openings werden wahrscheinlich so ziemlich unmöglich sein jetzt oder halt wirklich eine höhere Geldinvestition mit sich ziehen. Also wie gesagt, auf jeden Fall ein richtig, naja, fragwürdiger Schritt, den sie da gemacht haben. Wo ich jetzt noch dazu so sagen muss, was mich jetzt an den Patches in letzter Zeit gefreut hat, ist jetzt der Patch, der für die PlayStation kam für AB. Mit dem Patch wurde der Feed wieder angepasst, was ich sehr schön finde. Was mich auch wirklich gewundert hat, dass sie wirklich den Schritt gegangen sind und haben gesagt, okay, wir tun den Patch nochmal ein bisschen, den Feed nochmal etwas langsamer machen, sodass der wirklich der Feed für uns Sniper wieder möglich ist. Also es ist wieder möglich, jetzt ein Quad-Feed in AB zu spielen und sogar ein 5-On ist auch wieder möglich. Es ist ungefähr jetzt, sagen wir mal, von der Schwierigkeit her gleich mit BO2 zu setzen damals, also so. Es fühlt sich eigentlich an jetzt hier BO2, es ist wirklich echt gut zu spielen, muss ich schon sagen. Es ist zwar immer noch nicht so wie früher, aber es ist schon nicht schlecht. Ich meine, es ist schon, man braucht schon ein bisschen mehr Skill als früher, um dann Feed zu spielen, weil die Gegner müssen halt besser stehen. Man kann es sehen, wie man will. Auf jeden Fall ist es wieder möglich. Deswegen kann man jetzt mal wieder anständig AW suchten. Das werde ich jetzt demnächst auch mal wieder ausgiebig dann tun. Ich habe wirklich in letzter Zeit wenig AW gespielt. Mir hat einfach da so der Reiz an dem Game gefehlt, weil ihr müsst halt verstehen, als Sniper ist man nur so ein halber Sniper, wenn man nicht anständig feeden kann, weil ein Sniper geht ja generell immer auf die Feeds. Ich meine, wenn ich nicht feeden kann als Sniper, dann snipe ich ungerne, weil das macht dann für mich irgendwie keinen großen Unterschied zu den normalen Waffen. Wenn ich dann nur auf Gameplay gehe, gut, das ist auch
nicht schlecht, aber es ist einfach nicht dasselbe. Wenn ich halt weiß, okay, wenn ich da eine gute Situation habe, haue ich halt vielleicht einen geilen Feed raus oder so. Und darum geht es ja beim Snipen generell, Feeds zu spielen, für geile Montagen zu machen und so. Wie gesagt, finde ich halt schon schön, dass sie den Schritt gegangen sind, dass sie da jetzt dann, wie gesagt, den Feed wieder etwas angepasst haben. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Was sie sonst noch gepatcht haben in AW oder was mit dem Patch noch kam, kann ich nicht sagen. Ich glaube, bei der Wahl wurde noch irgendwie ein bisschen stärker gemacht wieder oder ein bisschen schwächer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mir auch relativ egal. Ich meine, da können sie ruhig machen, was sie wollen, weil ich meine, die normalen Waffen sind generell alle in AW relativ stark. Deswegen vermute ich mal nicht, dass da jetzt irgendeine Waffe unspielbar geworden ist oder so. Wie gesagt, ist halt meine Meinung jetzt mal zu den ganzen Patches, die jetzt so kamen, die mich halt so quasi auch betroffen haben. Das mit FIFA fand ich halt schlimm. Wie gesagt, das mit AW halt sehr schön. Und auch generell das mit den ganzen Patches, aber so heutzutage generell ist alles, finde ich, so wirklich fragwürdig, weil wie gesagt, sie patchen meiner Ansicht nach immer einfach wild drauf los. Man patcht mal hier ein bisschen rum, mal da ein bisschen rum, mal schauen, was passiert. Ich meine, wir wissen ja, in AW kamen schon einige Patches und ich muss sagen, AW war meistens nach jedem Patch irgendwie immer schlechter spielbar, also nicht besser. Das Matchmaking hat sich dann öfters mal verschlechtert. Man hat dann immer nur noch eine Lobby gefunden oder so. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich meine. Ihr wart ja wahrscheinlich auch dann davon betroffen. Wie gesagt, ich bin echt nicht überzeugt von dem, was heutzutage patcht. Ich meine, wenn man überlegt, früher MW2 hätte zum Beispiel meiner Ansicht nach auf jeden Fall den ein oder anderen Patch gebraucht. Das hätte das Spiel auf jeden Fall dann besser gemacht, hätten sie halt das gepatcht, was ich jetzt halt sage, weil ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass da mir jeder zustimmen wird, dass das einfach sozusagen in MW2 nicht keiner gebraucht hat. Zum Beispiel das Tuben hat keiner gebraucht mit dieser One-Man-Army und dieser Danger Close, da hat keiner gebraucht. Dieses Tuben war einfach meiner Ansicht nach sinnlos. Ich weiß nicht, warum das ins Spiel eingebaut wurde. Das war von meiner Ansicht nach auf jeden Fall eine Sache, die man hätte rauspatchen können. Und Schmerzmittel, die Pille, die auch sehr bekannt ist, hätte man auch rauspatchen können. Das braucht auch kein Mensch. Das hätte das Game wirklich nochmal um einiges spielbarer gemacht, würde ich jetzt sagen. Ich meine, es war so schon eins der besten COD, wenn für mich eigentlich das beste COD, was es jemals gab. Gut, BO2 war auch gut, aber MW2 ist für mich einfach mein Favorit, muss ich schon sagen. Wie gesagt, das hätten zum Beispiel Spiele wirklich verbessert. Das wurde zum Beispiel nicht gepatcht, was mich halt immer gewundert hat. Ich meine, jetzt wird ja auf alles und alles losgepatcht, was halt so da ist, und sowas wurde halt früher dann drin gelassen. Ich meine, MW2 haben sie generell nicht so viel gepatcht, und man sieht halt, was aus dem Game geworden ist. Es ist einfach eines der besten Games, die es jemals gab. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass zum Beispiel BO2 ein besseres Game gewesen wäre oder geblieben wäre, wenn sie weniger gepatcht hätten, weil sie haben auch viele Waffen hochgepatcht, runtergepatcht. Wie ihr wisst, die Sniper und auch andere Waffen, die AN und so, wird alles hoch und runter gepatcht. Muss alles nicht sein. Ich meine, sie sollen am Anfang, bevor sie das Spiel rausbringen, wirklich vielleicht mal eine Beta oder so machen und mal schauen, wie die Waffen wirklich sind, ob sie da schon in der Beta sehen, okay, die Waffe ist vielleicht ein bisschen zu stark, schrauben wir die runter, dass sich halt die Leute quasi meiner Ansicht nach auf die Waffe einstellen können und sagen, okay, die Waffe ist jetzt so und so, und da passiert halt nicht mehr so viel, weil wenn man andauernd eine Waffe wird stärker, schlechter und so ein Kram, das finde ich halt nicht gut. Ist halt auch für die Spieler schlecht, sich da dann umzugewöhnen. Heute ist die Waffe spielbar, morgen ist die Waffe scheiße, dann ist sie wieder OP. Ihr wisst ja, was ich meine, es ist immer so eine Sache. Wie gesagt, das soll halt mal meine Meinung zu dem ganzen Patch-Kram sein. Ihr könnt mir eure Meinung zu den ganzen Sachen, die da momentan vorgefallen sind, so in die Kommentare schreiben. Das soll von mir auch gewesen sein. Tschüss, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.